Herzlich willkommen zum Teil 1 unserer TB20 Videoreihe. Sie erfahren in diesem Video, wie Sie mit Hilfe der TB20 Toolbox Software ein Projekt anlegen, konfigurieren und im Online-Diagnosemodus ein bestehendes System überwachen können. Über die Verknüpfung auf dem Desktop starten Sie die Software. Nach dem Start befinden Sie sich im Projektverwaltungstool. Hier können Sie ein bestehendes Projekt öffnen oder ein neues anlegen. Wir erstellen über den jeweiligen Button für ein Bussystem ein neues Projekt und geben ihm einen Namen. Nun geht es im Konfigurator weiter. Dieser ist aufgeteilt in eine Aufbauansicht, in der Sie das konfigurierte System sehen, ein Infopanel mit weiterführenden Informationen zu dem jeweilig ausgewählten Modul und dem Modulkatalog, aus dem Sie die entsprechenden Module auswählen und Ihrem Projekt hinzufügen können. Im Modulkatalog suchen wir nach einem Modul und fügen dieses entweder mit einem doppelten Mausklick oder per Drag and Drop in Ihr Projekt ein. Für den Schnellzugriff im Modulkatalog können Sie die Filterfunktion oberhalb verwenden. Geben Sie hierzu ein paar Schlüsselwörter ein. Für die Beschriftung haben wir einen Label-Editor in die TB20 Toolbox-Software integriert. Wählen Sie das entsprechende Modul aus und betätigen Sie den Button Labels editieren im Infopanel. Nun können Sie Ihre Klemmen beschriften. Über den Button OK übernehmen Sie diese. Betätigen Sie nun in der linken Spalte der Software den Button Labels. Hier können Sie die Labels ausdrucken oder eine Dokumentation erstellen. Die Dokumentation beinhaltet eine Zusammenfassung Ihres Projektes mit den Modulen, den Beschriftungen und Kommentaren, welche Sie hinterlegt haben. Über den Button Anfrage können Sie die von Ihnen zusammengestellte TB20-Station als Bestellvorlage per E-Mail direkt versenden, als CSV-Datei exportieren oder ausdrucken. Wenn ein TB20-System per USB an Ihren PC angeschlossen ist, können Sie eine Online-Diagnose durchführen. Betätigen Sie hierzu den Online-Diagnose-Button in der linken Spalte der Software. Daraufhin erscheint eine Auswahl der verfügbaren Koppler. Nun können Sie Ihren Aufbau live beobachten. Der Diagnosebildschirm ist aufgeteilt in die Aufbauansicht, ein Infopanel für Module und Koppler und ein EA-Diagnosefeld. Im Infopanel für Module und Koppler finden Sie alle relevanten Informationen. Im EA-Feld können Sie live mitverfolgen, welchen Statuswert der jeweilige Ein- bzw. Ausgang aufweist. Dies war ein erster Überblick der Einsatzmöglichkeiten unserer TB20 Toolbox. Laden Sie sich die aktuelle Version unter www.helmholtz.de kostenlos herunter. Sie finden den Download unter Produkte im Untermenü Planungshilfen des TB20 AO-Systems. Vielen Dank für Ihr Interesse. Über weitere Möglichkeiten der Software informiere ich Sie in folgenden Videoanleitungen.